jetzt hier an dem Stadttor von Chiang Mai angekommen. Ja, geil. Also anscheinend ist hier jetzt auch so ein Fotospot ausgebrochen. Die Leute locken hier die Tauben an. Und wenn genug Tauben da sind, ist hier so ein Erschrecker, der die Tauben dann aufscheucht, damit die Leute hier Fenster aufmachen können. Er macht seinen Job auf jeden Fall gut. Ich glaube, wir machen hier kein Foto. Wir gehen nämlich jetzt weiter auf unsere Foodtour, Leute. Wir haben uns ein paar richtig, richtig, richtig gute Spots ausgesucht. Und ja, dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit hin. Und was machen wir jetzt? Ja, genau. Und jetzt gehen wir frühstücken. Erster Stopp. Wir sind angekommen am Fern Forest Café. Und hier werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen Frühstück holen. Jen, was haben wir bestellt? Oh, wir haben zu viel bestellt, aber alles geil. Tobi hat einen Bagel bestellt, ich habe eine Bowl bestellt. Tobi, freust du dich auf dein Essen? Ich habe schon einen Frühstücksbagel bekommen. Das sieht ziemlich nice aus. Was macht die Bowl? Boah, die ist echt lecker. Sodele. Wir kommen jetzt hier aus dem Fern Forest Café. Hat gut geschmeckt, gut gestärkt in den Tag. Empfehlen können wir, glaube ich, die Bowl, die war richtig geil. Ja, die war richtig geil. Und der Bagel. Boah, der Bagel war richtig geil. Ja, genau. Kaffee sowieso gut, egal welcher. Stimmt, der Kaffee. Der war richtig schön stark. Also, ja. Ja. Caramel, assorted caramel latte. Mein Tipp. Okay, weiter geht's. So, und wir sind gerade auf dem Weg zu unserem Lieblings-Khao-Soi-Laden. Und zwar Khao Soi Mai Soi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der liegt schon super versteckt in einer kleinen Seitengasse. Aber ist auch einfach so lecker und einfach nur empfehlenswert. Wir nehmen euch da jetzt mal mit hin. Wir waren schon mal da und haben Khao Soi da probiert. Khao Soi, muss man sagen, ist dieses traditionelle nordthailändische Nudel-Curry-Gericht. Wir fanden es ultra geil. Wir haben ja zwischenzeitlich ein paar andere Khao Soi gegessen. Ich muss sagen, der Khao Soi-Laden, wo wir jetzt hingehen, mit Abstand der geilste. So. Das ist also die Straße. Sehr unscheinbar. Und auf der linken Seite befindet sich aber der gute Suppenladen. Der Khao Soi Mai Sai. Rein da. Ja. Super. Und das Beste ist, es gibt hier wirklich nicht viel Auswahl, sondern es wird sich spezialisiert auf den Khao Soi. Es gibt 9 verschiedene Arten. Das sind das Zeichen. So, jetzt Jen dran. Khao Soi Suppe. Super cremig. Super lecker mit den Eiernudeln. Dazu gibt es auch nochmal frittierte Eiernudeln oben drauf. Ich habe mir die im Schwein bestellt. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf. Also ihr müsst euch auf jeden Fall hier die frischen Gemüse. Also ich meine, es ist cool. Genau, es muss cool sein, Zwiebeln. Und die Limette zum Schluss noch dazu führen. So, jetzt noch ein bisschen crunchy mit den Nüssen oben drauf. Jetzt einmal alles hier oben. Taste. Boah, so frisch, so gut. Boah, so eine gute Kombination. Thank you.
unser Review. Bester Suppenladen hier in Chiang Mai. Wo es Khao Soi gibt. Wir sind gefüllt, happy. Und Leute, vertraut, also das heißt vertraut da drauf. Ihr kannst in Chiang Mai oder auch generell im Norden echt an jeder Ecke Khao Soi bekommen. Und wir können sagen, guckt lieber ein bisschen nach Reviews, zum Beispiel nach der von uns jetzt hier gerade. Es gibt dann auch ein paar andere gute Reviews. Guckt echt, dass ihr so ein bisschen die Tipps befolgt. Das Ding ist, wir haben mehrere Khao Soi gegessen und wenn ihr zum Beispiel jetzt als allererste so eine Lasche Khao Soi erwischt, würde ich sagen, seid ihr nicht so geflasht, wie wenn ihr zum Beispiel jetzt direkt hier hingeht und direkt so eine richtig geile esst. Ja. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Absolut. Wir haben ja auch super viel Laufkundschaft. Also die haben auch nur bis 16 Uhr geöffnet. Deswegen stimmt, vielleicht noch ja. ein Tipp an euch. Kommt irgendwann vormittags oder mittags, aber auf jeden Fall nicht nach 16 Uhr, weil dann schließen die. Ja, zwischen 12 und 16 Uhr. Das ist das einzige Manko, würde ich sagen. Aber die können es sich erlauben, zwischen 12 und 16 Uhr aufschlagen und ihr macht, ja. Also ihr merkt, wir sind Fan. Ja. Wir sind richtig, richtig dicke Fan. Also so. Wir gucken, dass wir nicht überfahren werden. Genau. Für uns geht es jetzt direkt weiter zum nächsten Spot. Und ja, Leute, bleibt dabei. Wir nehmen euch jetzt mal mit zu unserem favorite vegetarischen Restaurant hier in Chiang Mai, auch wieder versteckt, The Ancient Restaurant. Und zwar heißt es nach der blauen Blüte, womit zum Beispiel Sticky Rice gefärbt wird oder die Nudeln, die wir euch gleich zeigen, gefärbt werden. Und es ist auch gar nicht so einfach zu finden, deswegen zeigen wir euch jetzt mal den Eingang. Vorne in diesem, bei diesem Guesthouse ist ein ganz verstecktes Schild. Rein. So, angekommen sind wir. Alles auf der Karte ist vegetarisch. Unsere Favoriten sind bisher das vegetarische Pad Thai und zum anderen das rote Tempeh Curry. Einfach ein Traum. Let's go. So, Drinks sind da. Cheers. Genau, also ihr müsst euch auf jeden Fall, wenn ihr hier seid, die Smoothies bestellen. Und zwar habe ich einmal den Papaya Netten Smoothie und Tuviet, glaube ich, Lime Soda Smoothie, genau. Und die sind super zum Ausgleichen der Gerichte, weil die sind nämlich immer ein bisschen scharf. Also ich habe meinen Smoothie passend zu meiner Hose ausgewählt heute. Ich kann nur sagen, der ist einfach super erfrischend. So, ich fange jetzt mal an. Und zwar habe ich mir das Pad Thai bestellt. Aber Special Effect mit den blauen Nudeln. Und zwar werden die gefärbt mit der Enchen-Blüte. Das ist so eine blaue Blüte, womit man halt hier die Gerichte tatsächlich blau verfärben kann. Super cool. Genau, und ich habe das Ganze mit Pilzen und Tofu bestellt. Und es sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Ich probiere es jetzt mal. Super lecker, super lecker. Auf jeden Fall nicht die Limette vergessen. Oh yes. Ich bin Fan, sehr lecker. Und dazu der Papaya-Saft zum Ausgleich. Mega gut, perfekt, immer nur perfekt. Also auf jeden Fall, ganz klare Empfehlung, Butterfly Pad Thai mit den blauen Nudeln. Und bei mir gibt's rotes, rotes Curry mit Tempeh. Das ist hier diese fermentierten Bohnen, die am Ende dann zu so einem Klumpen werden, der so ein kleines bisschen so eine fleischige Konsistenz hat. Das Geile ist, Tempeh ist super geschmacklos im ersten Schritt und nimmt dann den Geschmack an, mit dem man es halt quasi frittiert oder kocht oder wo es quasi eingelegt wird. So, diese geile Suppe an. Die Suppe sieht so gut aus. Ja, und hier noch ein bisschen dazu. So lecker. Schöner, leichter Kokosgeschmack. Ich finde es nicht übertrieben scharf, aber es hat eine richtig gute Schärfe. Und super gut zusammen mit dem Gemüse. Das Gemüse schmeckt einfach richtig schön knackig, nicht zu lange gebraten. Hammer.
hoffe, da ist jemand happy. Ja, auf den Punkt, ey. Das war so gut. Oh, das war mal wieder köstlich. Ja, also wenn ihr hier seid, in Chiang Mai, auf jeden Fall in die Seitenstraße, geht's zu The Ancient Restaurant. Genau, wir sind jetzt schon gut satt, aber eine einzige Station, die bleibt noch offen. Und da nehmen wir euch jetzt mal noch mit hin, zu einem ziemlich special place. Also bleibt dran. So, ihr Lieben, wir haben es jetzt frisch gemacht. Die Dämmerung ist eingetreten und wir sind auf dem Weg zum Chiang Mai Night Market. Ja. Seid gespannt, wir nehmen euch mit. Das wird richtig geil, Alter. Leute, wir mussten uns jetzt hier erstmal hochsicherheitstechnisch auf den Markt begeben. Ja. Also wirklich, also Info musste nachgewiesen werden, Kontaktdaten, Name, Telefonnummer und dann hat man nochmal 1000 Aufkleber bekommen. Ja, geil. Ja, jetzt sind wir drauf. Bratwurst. Bin mal gespannt. Recht scharf. Viel weniger scharf, als ich gedacht hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, die ist so richtig übertrieben scharf. Schmecken. Boah, Jenny, dein mutigster Move bisher. Street Food. Und? Riecht auf jeden Fall frisch. Ist frisch. Ich weiß, wie es riecht, wie Kaosheu. Es riecht wie Kaosheu, wie die Suppe. Okay. Super viele Herbs. Also viele, ne? Kräuter. Sehr viel. Boah, finde ich auch. Das ist gut. Und? Koriander? Schmeckt. Ja, Koriander. Den schmeckt man auf jeden Fall gut raus. Ich habe ja auch einen Chili. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen Kümmel. Ja. Ja. Ich finde absolut, es schmeckt wie eine Kaosäu-Suppe. So ein bisschen nach. Guter Vergleich. So ein bisschen, genau, nach Curry und ein bisschen, genau, der Koriander, Chili. Ja. Kaosheu verwurstet. Genau. Willst du nochmal? Nein. Geil. Okay. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen weiter, gucken nochmal ein bisschen. Auf der Suche nach dem Sticky Rice. Stimmt, genau, letzte Station, ja. Sticky Rice. Let's go. Ah, Jenny da. Thank you. So, was haben wir jetzt hier? Das sind jetzt frittierte Süßkartoffelbällchen. Aber ist kein Sticky Rice. Nein, ist kein Sticky Rice. Den habe ich noch nicht gefunden, aber ich bin immer noch auf der Suche. Nice, Leute, nice. Jen. Hast du? Yes, yes, yes. Und, wo gehen wir jetzt hin damit? Ah, irgendwo an die Seite kurz. Ja, ja. So, Leute. Yay. Letzte Station vom Foodmarkt. Wir haben uns jetzt noch Sticky Rice geholt. Und ja, vielleicht mal ganz kurzes Fazit. Jen, was sagst du zu deinem Sticky Rice? Hast du noch nicht probiert, ne? Nee, ich habe noch nicht gecheckt, ob das jetzt hier Mangomilch ist. Das ist wahrscheinlich. Also. Entschuldigung, nicht Mangomilch, Kokosmilch. Okay. Wir tüfteln das jetzt aus. Leute, der Nachtmarkt ist ein großer Spaß. Ich hätte gedacht, dass doch viel, viel mehr los ist. Aber es war jetzt super geil. Tobi. Ist doch gut. Das ist schwer für die thailändischen Stühle. Ja. Mmh. Oh Gott, Leute. Ah, geil, das ist diese dickflüssige Kokosmilch. Ups. Mmh. Lecker. Gut, ne? Ich mag immer, dass trotz der Süße immer noch ein ganz, ganz bisschen salzig ist. Ja, ja. So,
Die Speicherkarte ist jetzt gleich voll. Deswegen beenden wir jetzt an dieser Stelle das Video. Dann war richtig, richtig cool, mal hier den Chiang Mai Nachtmarkt zu sehen. Ja. Daumen hoch. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video und die anderen Stationen vorher haben euch auch gefallen. Wenn ihr nach Chiang Mai kommt, hier kann man auf jeden Fall richtig, richtig gut essen. Ja. Ganz kurz noch dazu. Das Coole ist, der Nachtmarkt ist umsonst. Also es kostet keinen Eintritt. Und es gibt nicht nur einen Foodmarkt, sondern auch noch ganz viele Künstlerstände, ganz viele Textilienstände, Taschen, T-Shirts, Souvenirs. Habt ihr nicht gesehen? Gibt alles. So, jetzt sagen wir mal. Was wir abnehmen. Jetzt sagen wir mal tschö. Ciao. So, hab ich abgenommen. Doch. Ja, moin. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, in meiner Hand kannst du bitte mich filmen. Warte, das ist hier nicht schön. Das sieht fürchterlich aus. Dann gehen wir da vorne für die Mauer. Jetzt. Kommen Sie neben mich. Einen wunderschönen guten Tag. Aus Chiang Mai. Aus Chiang Mai. Ich war jetzt hier im Tee drin. Jenny ist im Tee drin. Guten Morgen.